Willkommen zur nächsten Folge von. Wer ist das nochmal? Ach ja, genau. Peter Beast Infinity. Und ich habe mir noch meinen komischen Hut an. Wow. Ohne Witz, meine Frames kacken gerade ab. Was ist denn jetzt los? Ah, so. Ja, ich habe mal auf diversen Umwegen ein bisschen Smaragde besorgt. Sprich, wir können uns heute die letzten, uns noch fehlenden grünen Solarpanel machen, um uns hier energietechnisch ins nächste Jahrhundert abzuheben. Sprich, voll den sauberen Ökostrom, ja. Ohne Beihilfe von atomar verseuchten Gegenständen. Und das heißt, wir können jetzt 8, also wir können noch 4 machen, ne? Oh, ich habe noch 1, 2, 3. Da fehlen mir die ersten Sachen schon. Mir fehlt Eisen plus Enderperle. Enderperle. Habe ich gerade noch so, dass ich das machen könnte. Enderperle und Eisen. Eisen und Enderperle. Enderperle und Eisen. Wir könnten irgendwo einen Tank aufbauen. Wir könnten einfach mit Wasser vollpumpen. Habe ich noch irgendwas drin? Das können raus. Das brauche ich nämlich nicht mehr. So, ja, erstmal mal drin schmoren. So, das packen wir weg. Und jetzt nehmen wir uns schon mal ein paar Ender-Energieleitungen, die ich nicht mehr habe. Die heißen Energieleitungen. Wie heißen die denn? Resonant. Ach, die heißen nicht Ender, die heißen Resonant. Oh. Hört sich jetzt so voll edel an, ne? So, Resonant. Oh na. Hä? Hä? Wett? Ja, ich wollte schon sagen, ne? Hä, was ist denn hier für ein Scheiß? Miniatur Black Hole, ja, schön. Wie kann das bitte da draußen? Das ist doch kein Pulver. Hä? Hä? Also jetzt ist vielleicht langsam den Glauben an das Modpack hier. Langsam wird es strange. Das war richtig, weil ich weiß nicht, wieso kam da jetzt gerade Dings raus? Aus einer Schmelze kam pulverisiertes Zeug raus. Das ist, naja, nicht so das, was ich mir so denke, ne? Ja, genau, 4 Stück. Das habe ich jetzt gerade kurz denken müssen. So, wie viel bekommst du jetzt nochmal? 4 Stück, so. Du weg. Passt nicht dran daneben. Muss ich noch eine ganze Reihe hübsch machen, ne? Flup, flup, flup. Und tick, tick, tick. Tick, tick, tick. So, das eine könnten wir jetzt noch woanders dranhängen, ne? Wir könnten hinten noch eins raushauen, weil ich ja eh noch welche machen wollte. So, mal gucken, ob wir jetzt genug Ökostrom haben. Leider klappt der halt nur tagsüber. Müssen dann vielleicht eventuell die ganze Anlage unten mal eben umbauen, dass wir hier den Strom anders verteilen. Und die Quarry ist fertig gewesen. Nein, sie baut Obsidian ab. Also ist klar. Oh. Oh. Oh lol, der läuft auf Plus. Was macht denn gleich jetzt den hier? Moment, den darf ich nicht ausschalten, den hier, ne? Den muss ich dann. Moment, ich muss den hier ausschalten, ne? So, in der Ausschalter ist dann der hier keinen Power mehr von da hinten. Das heißt, wir laufen jetzt nur noch über den hier. Okay, es reicht noch nicht ganz. Wir brauchen also noch einen dezenten kleinen Puffer hinten dran. Allerdings ist es schon noch relativ viel. Wir müssen es halt nur umbauen, dass wir den ganzen Strom halt über einen einzigen Eingang reinswitchen können und einen Eingang wieder rausholen. Ich will jetzt noch gerade, wie es am besten ist, weil der Solarstrom kommt ja da oben rein. Hat ja relativ wenig Speichermöglichkeiten. Hingegen der hier schon. Das ist nur die Frage, ne? Wie wir jetzt den Speicher ansiedeln, dass wir das Bekannte hier. Das Bekannte. Das Ganze hier sinnvoll einbauen. Wie viele Smaragde habe ich noch? Kann ich noch eine Lage machen? Gib mir mal die hier. Mal gucken, wie viele davon haben. Vielleicht kann man noch welche machen. Naja. 6 Stück. Oh. Das riecht da nochmal nach. Was fehlt denn jetzt? Ach nein. Hör auf. Ernsthaft. Ende. Aber was habe ich von diesen Dingern noch hier? Moment. Nein. Stopp. Andersrum. Das. So. Keine mehr. Schade. Das heißt, ich brauche jetzt, doch, Ender-Dinger hier. Wie heißen die Dinger? Ender-Perlen. Machen wir 8 und dann brauche ich noch bitte energetisierte Legierung, heißt die doch, ne? So, komm, halb, weg. So, jetzt haben wir nochmal davon 8 Stück. Rip. Packen wir da mal rein, gucken, ob das da funktioniert. Jetzt tun wir den noch aufs Dach stellen, in der Hoffnung, dass wir dann den Power Level um ein weiteres steigern können. Jetzt haben wir nochmal mehr. Mein reichen wird es eh noch nicht, aber es wird immer mehr sein. 93% Effizienz
in der Nachmittagssonne. Interessant. Das ist verhältnismäßig wenig. Keine Ahnung. Ich habe auch schon überlegt, ob einfach mal hier, wenn wir jetzt hier 3100 irgendwas Redstone plus nochmal diese 1000, die hier wieder rumliegen, die ja quasi aus dem Nichts generiert werden durch die Query immer wieder, ob wir da nicht einfach irgendeinen Generator bauen, der dann das einfach frisst und dann, ne, geht da diese, wie heißen die hier, Dynamo, wie heißen die, das sind die, die sind weg. Magmatische Kompression, ne, das ist auch nicht, wo sind die hin? Ich hatte mal so andere Dynamos, diese gelben, die machen halt aus Redstone Strom, das wäre noch eine Option, ne, sowieso jetzt dann, ach nein. Wenn das dann ganz böse aussieht, dann kann man das noch aus dem Keller holen, aber braucht man ja erst nicht. So, eins. Fehlt denn da? Och, komm. Quarzlase, ernsthaft? Vier Netherquarz, Netherquarz, wo hab ich sowas? Netherquarze und, The Glowstone. Ah ja, diesmal frisst das sofort zusammen. Schön. Ja, eins reicht ja schon, ne? Dann können wir das nächste hier machen und zack, da wieder eins. Und jetzt fehlt uns endgültig der Scheiß hier. Ich hab noch welche, ne? Komm, weißt du. Weißt du, komm, jetzt hier, jetzt knallen wir den ganzen Scheiß auch durch, dann haben wir genug. So, haben wir noch eins? So, was fehlt denn jetzt noch? Da, was hab ich die? Ach, nein! Nein, jetzt habe ich die ganzen, die ich brauche, wieder zerlegt, ne? Na, doch, zwei habe ich, ne? Oder? Reicht das jetzt? Ja, es reicht noch für eins. Geht mal her. Und nein, ernsthaft 14 Stück. 15 bekommst du dann nur raus. Aus einer ganzen Ladung. Das ist ja schon teuer, ne? Solarstrom ist teuer, stelle ich gerade fest. Wobei ich glaube, das kann man noch mal eins upgraden. Vorausgesetzt, sie finden noch irgendwo Iridium. Vorausgesetzt, sie finden welches. Das ist die letzte und einzige Bedingung. Und ich mach das weg, das weg. Und geil, jetzt fehlen mir diese Ender, diese komische Leitung. Ah, nein, ich so einer, gut. Ja. Gut, ne, jetzt haben wir hier Solarpanel und Ender auf dem Dach. Vielleicht reicht es jetzt doch schon mit dem Strom. Würde mich zwar wundern, aber... Oh, lol. Voll, oder was? Hä? Soll jetzt keinen Strom brauchen? Komm, Stromdurchsatz erhöhen um 1000. Werden 8000 pro Sekunde abgepumpt und. Als ob. Was? Es bleibt stabil. Laber nicht. Ah, ne, aber hier muss ich auch freistellen, ne? Hehehe. Oh, lol. Sind die jetzt auf Speichermodus oder was? Ah, ja, gut, hier läuft es wieder runter. Das heißt, es war kurzzeitig richtig voll oben alles. Aber ja, doch, es ist schon ein stabiles Stromnetz hier. Wir sollten vielleicht mal jetzt eine ultimative Batterie bauen. Also alles hier rausreißen und alles umbauen. Von dem Tesseract ausgehend, beziehungsweise von hier ausgehend. Sprich, da, wo der Strom hier reinkommt, von da ausgehend alle anderen Strom auspowern. Und dann die ultimative Batterielaufzeit bauen. Dass wir hier einmal komplett alles durchziehen können mit Strom. Das wäre mal so eine Idee. Andererseits, der Reaktor hinten läuft noch auf, ich glaube, 20% oder so, also relativ wenig. Frage ist halt nur, wenn der auf relativ wenigen 20% läuft, macht der 1, irgendwas Kilo RF. Wenn die fehlen, ist unten böse. Aber wenn wir jetzt den auf nur 90% beziehungsweise... Ja, Moment, ja, auf 85% stellen, heißt 15% Leistung nur, müsste der... relativ viel ausgeben für relativ wenig Kosten, hoffe ich mal. So. Hallo. Danke. Yellow. 8 Stück. Mach nochmal 6. Dankeschön. So, ja. Jetzt ist die Frage, weitermachen. Towncraft, was anderes, das dürft ihr mal entscheiden. Letzte Folge stand noch nicht so viel, wissen wir gar nichts drunter. Deswegen gerne mal da nicht so schreibfaul sein und ruhig mal ein paar Ideen, Anregungen und irgendwas reinschreiben. Ne? Murmel, murmel, murmel. So. Weg damit. Ach ja, habt ihr gestern schon gesehen? Gestern kam ja das Abo-Special, a.k.a. das Gewinnspiel für Premium auf dem Gomme. Wer noch nicht mitgemacht hat, gerne mal hinschauen und mitmachen. Und dreimal einen Monat Premium zu gewinnen. Und noch eine Ankündigung. Gleich kommt die finale Folge von Sir Captive Minecraft. Und das Ding läuft immer noch. Nee, ich da ja nicht. Aber weißt du, das Loch ist hier fertig, das weißt du?
Der ist zwar nicht lange nicht unten angekommen, aber ich habe jetzt keinen Bock zu warten, bis der da unten fertig ist, deswegen. Rupf. Ah ne, komm, rupf. Rupf, 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 rupf. Alles weg, komm. Und stellen dieses Ding einfach eine Etage nach links. So, und zwar so, dass es möglichst nicht die Wände einreißt. Perfekt, da steht einfach perfekt das Ding. Nice. So, typ, typ, typ und typ. Und dann hier. Zack, zack, zack. Und geht's los? Nee, ist Nacht. Klar. Blödsinn, das muss ich nach Hause fliegen, hier hinfliegen, damit er das Ding aktiviert. Aber sonst der Chunk nicht geladen. Hä? Gehackt bei Minecraft hier. Muss ich mir überlegen, ne? Von so einer billigen, blöden Mod gehackt werden. Einfach weil sie sich im Griff hat. Und diese Windräder mit ihrem epileptischen Anfall da ist ein bisschen gruselig. Boah, hier, guck mal, können wir recht hart haben. Hallo. Na, geil. Hat ja sie befugt. Ja, boah, 600 Blöcke ist ja schon so eine Strecke mit diesem Ding hier, ne? Ich meine, Jetpack ist schnell, aber hey, hey, hey. Ich meine, ich könnte da auch mal ein Ding setzen im Portal, aber nö, ach, es geht auch ohne. Ja, schön. Komm. Also, ich hab schon überlegt so, was? Wieso nicht? Können wir mal Spaß machen, mal kurz hier eben. Brrrm. Ja, genau. Und du willst, wenn du mit Strom dran hängst, richtig Strom, weißt du, das Ding geht ja ab wie sonst was, ne? Ja. Es gönnt sich hier richtig, ne? Also. Gucken wir uns mal kurz an, wie das hier so läuft, ne? Ja, aber jetzt muss ich mit dem ganzen Strom nicht austanken, weil das ist dann nachher wieder alles leer. Deswegen machen wir hier mal schön. Bremse rein. Und jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht. Lol. Was war denn das gerade? Overflow oder was? Ich glaube, da ist eben der Servo abgekackt, habe ich das Gefühl. Der hat es gerade nicht mehr verkraftet, dass da tausende von Items angeflogen haben in ein paar kurzen Sekunden. Was hat denn der echt dafür Servos dran? Ich glaube, diese ganz billigen, ne? Oder diese zweitbilligsten? Ich weiß es nicht. Rap. Weil irgendwer hat ja geschrieben, ich soll mal hier so einen Flughafen-Luftstützpunkt bauen. Das wäre auch noch eine Idee, ne? Ich meine, wir können es ja mal ein bisschen austoben. Ne, hier ist sogar der Enter-Servo dran. Was? Trotzdem kommt der Scheiß hier nicht durch. Apropos, wir könnten mal die ganzen Kram einsammeln. Das ist alles, alles ganz schönes Zeug hier. Den ganzen unwichtigen Kram lass mal verliegen. Hashtag Zinnober. Draconium nehme ich mit. Apatit, man weiß nie, wofür man es braucht. Das kann mitnehmen. Der Rest ist relativ unbedeutend, aus dem Inventar ist eh voll. Also. Ja, genau. Schmeiß den Scheiß raus. Schmeiß ihn einfach raus. Können wir gucken, wegen drakonischem irgendwas. Wir wollten meinen Drachen nochmal neu spawnen. Vielleicht schaffe ich das diese Woche mal. Sonst kommt das irgendwann anders. Ne? Ich meine, meine Aussagen immer, sonst kommt es irgendwann. Ich meine, es kommt auch immer alles irgendwann dann mal, aber hä? Wann das dann ist, das ist eher eine Frage. Und Moment, was brauchte ich denn hier? Ich brauchte doch mal kreatives Wasser hier raus. Kurze Frage, kann ich hier eigentlich, wenn ich den Dings dran schließe und dann ein paar Fluidukts, ne? So Fluidukts und dann noch so Servo, ne? Ja, so, ne? Kennst du Servo, Servo, ne? Ah, nicht den teuren, sondern die billigen. Und dann noch so ein. Ja, hier so ein Trommel nehmen, ne? Trommel, ne? Kennst du Trommel? Was ist das hier? Elektronium-Dingenszeug. Ah, ja. Gut. Schwupp, schwupp, ne? Und dann hier so, nehme so das Ding, das da dran pumpe, ne? Ah, ja, es füllt sich auf. Interessant. Gut. Jetzt den anschließen, dass er wieder rauspumpe. Was kommt denn da raus? Das ist was Aso. Okay, jetzt können wir Durchlauf machen, quasi. Drei. Vier. Naja, nicht schnell, aber es geht. Interessant. Boah, nee, das Glühwein werde ich mir jetzt nicht anzunehmen hier. Weißt du was? Wir machen das anders.
Ich hab doch gesehen. Ich hab noch irgendwo eine Trommel Wasser drin, ne? Eine, die nicht ganz voll ist. Nicht die hier. So, die hängen wir jetzt einfach da dran, pumpen sie leer. Jetzt ist das Ding mal voll, wird es hier einfach durchgetrommelt. Haben wir mal letztes Wasser, falls wir irgendwas für irgendwas brauchen, ne? Man kennt das ja, irgendwann brauchst du alles für irgendwas. Und, ja. Jetzt mal so eine Interessefrage, wie mache ich diese Solarpanel? Was war hier das Teure dran? Glas. Ich brauche wieder ganz viel Glas, ne? Glas. Da möchte ich mal vorschlagen, wir machen davon nochmal so eine Ladung. So, so, wir brauchen hier einfach nur für das Deckel den Glas, ne? Lapis, naja. Lapis war auch so eine Sache, es ist auch wieder alles äußerst gut vorrätig, würde ich mal sagen, ne? Also dürfte auch kein Problem mehr sein. So, düt. Eisennuggets, ja, komm, easy, ein paar Stacks machen, ne? Ja, cool, den kann man jetzt auch noch, weißt du was? Komm her, zack. 64 Stück davon. Ja, easy. Ja, GG, komm. 12 Stück, alles klar. Einfach mal so auf Anhieb, ne? Genau. Komm, jetzt machen wir von der Lage nochmal welche. Was fehlt? Lass mich raten. Stahlnugget, komm. Hab ich hier Stahl? Ich hab doch bestimmt Stahl. Genau, Stahl. Nee. Stahl. Ich hab einfach so viel Stahl, ohne Witz. Kann ich ja tonnenweise herstellen, das Zeug. Schwupp. Dup. 9. Zack. Dup. Ich wusste, dass ich keins davon habe. Toll. Ernsthaft, was fehlt? Invar. Und, was noch? Elite Stone Plättchen. Blei. Ah ja. Hallo? Ich kein Blei mehr? Ja, ich wollte schon sagen, ich um Blei los, das, nein. Habe ich noch Nickel? Aluminium? Nein, ich brauche. Jetzt heißt der Nickel, das heißt der Ferrus. Gib mir mal Ferrus und Eisen. Machen wir ein bisschen Invar und dann das da weg. Ja, das wollte ich haben. Das wollte ich haben. Und das ging nicht, ne? Was das hier nicht wollte, ne? Hallo? Da fehlen die Invar-Nuggets. Invar-Nuggets ist so. Oh, praktisches Rezept, das war richtig. So, ein paar Invar-Nuggets. Warum auch nicht? So. Da, so, ne? Und dann so den hier. Und dann dies und dann das. Und zack und hup, ne? So. Und so. Und so. Tada. Nochmal zwei Stück. Jetzt brauche ich noch ein Rednetzkabel. Beziehungsweise zwei. Und jetzt machen wir mal eben unsere Query hinten ein bisschen schneller. Und ich sehe gerade, oh, wir sind schon bei 18 Minuten. Dann sag ich schon mal danke fürs Zusehen. Gerne ein Like da lassen oder ein Abo oder sogar beides. Wäre richtig krass von dir, ne? Also, ist richtig krasser Typ, ne? Und ja, wie gesagt, Gewinnspiel läuft gerade. Jeder, der möchte mitmachen, auf jeden Fall, ne? Und wieso spuckst du den Kram aus? Warum? Naja, egal. So, das steht hier alles. So. Query läuft soweit und dann würde ich mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.